Welche Bedeutungen hat das Wasser für uns Menschen? Schon die Römer haben Wasserleitungen gebaut, um ihre Städte mit Wasser zu versorgen. Damals wie heute spielt sauberes und zugängliches Wasser eine große Rolle für unsere Gesundheit. Besonders mit der Entstehung großer Städte wurde ein modernes Wassermanagement notwendig. Es ging einher mit wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, zum Beispiel der Erkenntnis, dass wir durch bestimmte Bakterien im Wasser krank werden. Eine funktionierende Kanalisation und Trinkwasserleitungen gehen einher mit modernen Vorstellungen körperlicher Hygiene und Gesundheit. Wasserräder und Mühlen waren eine wesentliche Grundlage für wirtschaftliches Wachstum. Insbesondere durch den technologischen Fortschritt konnte die Wasserkraft Abertausende an Pferdestärken ersetzen und die Industrialisierung vorantreiben. Wasserkraft bedeutet deshalb Wohlstand für eine Gesellschaft. Sie bedeutet aber auch oft Ausbeutung von Natur und bestimmten Menschengruppen. Zum Beispiel, wenn durch den Bau eines Staudammes indigene Völker ihr Land verlieren bzw. Ökosysteme zerstört werden. Wasserversorgung und Wassermanagement sind global gesehen sehr verschieden. Das hat mit dem geografischen Raum zu tun, das heißt, ob es ein wasserreiches oder ein wasserarmes Gebiet ist. Es hat aber auch mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun. Dadurch kommt es zum Abschmelzen der Gletscher und vermehrt zu starken Regenfällen, die die Überschwemmungsgefahr stark erhöhen. Flussregulierungen haben in der Vergangenheit die Sicherheit erhöht, aber das reicht nicht mehr aus. Wir brauchen mehr Raum für kurvige und verästelte Flussläufe und intakte Ökosysteme, die das überschüssige Wasser aufnehmen können. Ärmere und benachteiligte Bevölkerungsgruppen haben häufig eine schlechter funktionierende Trinkwasserversorgung, Kanalisation und Abwasserwirtschaft als reiche Siedlungen, denn sie haben weniger finanzielle Möglichkeiten und politischen Einfluss. Sie haben auch weniger Ressourcen, um sich vor Überflutungen zu schützen. Wasser hatte und hat eine enorme Bedeutung in Mythologie, Religion und Philosophie. Es gibt eine Vielzahl von Legenden, Märchen und religiösen Symbolen in Bezug auf Wasser. Es gab zahlreiche Kultstätten zu Ehren der Flüsse. Und heute gibt es viele Kunstobjekte zum Thema Wasser. Wasser hat aber auch als Ware eine sehr große Bedeutung. Die weltweite Nachfrage nach Wasser steigt durch das globale Bevölkerungswachstum, Wachstum der Städte, Veränderungen in Ernährungsverhalten und Lebensstilen. Das meiste Wasser wird von der Landwirtschaft, der Energie- und Warenproduktion verbraucht. Wasser, das für die Produktion, zum Beispiel von Tee, Äpfeln, Eiern, T-Shirts und Handys gebraucht wird, nennt man virtuelles Wasser. Wasser wird aber nicht nur in Form von Trinkwasser und anderen Waren zum käuflichen Objekt, auch in anderen Lebensbereichen wird Wasser häufig wie ein Konsumgut behandelt, beispielsweise in der Freizeit- und Tourismusindustrie. Ob es nun ums Baden, Schwimmen, Segeln, Surfen, Fischen oder Skifahren geht, Wasser- und Flusslandschaften werden als Erholungsraum genutzt. Manchmal kommen so viele Besucher in die Flusslandschaft, dass das Ökosystem Schaden nimmt. Es gibt gute Gründe, warum wir Flusslandschaften verändern, zum Beispiel Verbauungen zum Schutz vor Überschwemmungen oder Wasserkraftwerke, die uns mit Energie versorgen. Aber es gibt auch wichtige Gründe, naturnahe Flussläufe zu erhalten bzw. verbaute Flüsse zu renaturieren. Ohne naturnahe Flusssysteme und Überschwemmungsgebiete gibt es die sogenannten Ökosystemleistungen gar nicht, die wir brauchen, damit wir überhaupt leben können. Es geht aber auch um den Schutz von Flusslandschaften an sich und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, nicht nur um den menschlichen Nutzen. Damit das Leben in einer Flusslandschaft blühen kann, müssen wir die Interessen nicht nur der Menschen, sondern auch aller Tiere und Pflanzen berücksichtigen, denn wir sind alle voneinander abhängig. Manche indigenen Völker schützen Wasser wie ein Lebewesen,
das Persönlichkeit, Gefühle und Verantwortung für alle hat, indem es das Leben erhält und erneuert. Überall auf der Welt werden Möglichkeiten gesucht, wie man Wasser- und Flussgemeinschaften schützen und revitalisieren kann. Was können wir für unser Wasser und unsere Flussgemeinschaft tun?